Was machst du denn auch? Goblin kann jetzt echt nur besser werden. Hoffentlich. Wahrscheinlich nicht. Nee, ich glaube, Goblin wird jetzt richtig schwierig noch. Das ist voll geil. Hier gibt es einfach so eine fette Arena, wo einfach der Goblin-Golem drin ist. Und hier haben wir den Assassin. Den ersten Assassin, den es in diesem Spiel gab. Ja, ich denke auch eher nicht, dass Goblin Golem jetzt so einfach wird. Wow, wo kommst du denn her? Oh, bist du auf der Wand gesprungen? Ich war nur so, what the fuck? Könnte schwer werden. Das könnte jetzt richtig schwer werden. Ach, warte, wir machen hier einfach mal. Oh lol. Schon mal Grab hinstellen und. Schon mal Grab hinstellen. Was? Das war jetzt irgendwie fail. Ich dachte, das wäre ein Trank und kein Grab. Naja. Dann wollen wir mal. Das Problem ist ja, wir müssen auch hier. Aua. Oh fuck! Ja, beweg dich halt voller rein! Es scheint nicht so, als würde viele genau checken, worum es geht. Ah. Oh Mann, ey! Das wird nicht mein Kampf. Oh mein Gott, das ging auch so falsch, mein Kampf. Kaputt machen. Entschuldigung, ich musste einmal schreiben, deswegen renne ich immer irgendwo in eine Richtung. Oh mein Gott. Fuck you. Oh mein Gott. Och, Lili, was machst du denn? Ja! Übertreib halt. Übertreib, Goblin. Übertreib doch. Das war voll daneben. Ha! Oh. Mich ein bisschen. Oh ja, genau deswegen. Genau deswegen meine ich, ich muss so ein bisschen von ihm wegbleiben. Shit, shit, shit. Ja, spring halt! Das Grab, das liegt richtig gut da, finde ich. So, wir trinken mal uns schnell wieder hoch. Das Problem ist, man muss halt diesen verdammten Kristall. Ey, ohne Scheiß, ich war doch schon in der Ausweichposition, ja? So seitlich geht's aber auch. Solange man dieses Geräusch eben hört, dass man es kaputt macht, funktioniert es noch.
Versuche jetzt auch nicht zu viel Skill zu verwenden, weil das verbraucht halt bei mir richtig viel Stamina. Und das muss ich halt einfach schaffen einzusparen, um eben dodgen zu können, richtig. Und dodgen... Ach, verdammt, ja, wir müssen dann immer so... Boah, da geh ich nicht hin. Wenn wir doch mal diesen Kristall kaputt kriegen würden, dann wäre mir schon echt geholfen mit. Na, aua. Ma, das hat er jetzt, ging jetzt auch nicht auf den Kristall. War das? Hey, ohne Scheiß, wie lange braucht dieser verfluchte Kristall, um kaputt zu gehen? Ja, es ist nicht so wie eben diese Thereses. Wow, fuck. Ich dachte nicht, dass er diesen dreimal Ding macht. So, und wieder weg von ihm. Und gucken, was passiert. Yo, springe halt mal wieder. Oh, scheiße, ist das knapp alles. Wuhuhuhu. Ich finde das so also geil, wenn man mit diesem Shadow Walk einfach so gerade noch rauskommt. Na, ah, das ist nicht gut. Nicht jetzt wieder reinlaufen, bitte. Nein, nein, dann geh weg! Oh, sie hat irgendwas geholt. Das ist natürlich schön. Und wieder healen. So, erstmal den Kleinen hier wegmachen, weil der stört ganz schön gewaltig. Ey, im Tutorial hat das doch auch nicht so lange gedauert. Wir müssen den ja nicht nur einmal töten. Ja, das habe ich mittlerweile gelernt. Aua, das nicht. Ja, jetzt ist wieder so ein bisschen unkonzentriert. Oh mein Gott, ey, wie lange wir einfach brauchen, diesen verfluchten Kristall kaputt zu machen. Das gibt's einfach nicht. Ey, ich bin rausgeshadowed, ja? Ey, ohne Scheiß, solange wir den Kristall nicht kaputt kriegen. Aua. Ja, wir haben es endlich geschafft. Oh Gott. Stimmt, man darf nicht vor ihm stehen bleiben. Stimmt. Ja, Wabat, das ist ganz gefährlich, wenn der seinen Kristall verliert, dann rastet der nämlich aus, der Typ. Ich lagge, irgendwie funktioniert es gerade nicht. Yeah.
Es kann gar nicht sein, ich stehe hinter ihm. Was ist das denn? Wenigstens habe ich auch so einen Rekruten hier. Diese Dinger, die man von der... Boah, das wird aber anstrengend, die ganze Goblin-Golem zu machen. Also da darf man also anscheinend gar nicht bei ihm dran stehen sein. Mein Gott. Au. Ich hätte nie gedacht, dass er uns ist wieder tot. Nein. Das. Goblin Golem so behindert. So behindert ist. Und wieder heilen. Naja, okay, wenn ich mir überlege, ich soll ihn nicht mal mit... Wow, dankeschön, mit Maski. Aus gegebenen Anlass. Weiß nicht, wenn ihr noch Raiders spielt und den Goblin Golem, könnt ihr ihn soloen? Ich kann's nicht. Kann sein, dass sie auf ihre Cooldown wartet. Oh. Würde mich nicht stören. Wow. So nicht, Kollege. So nicht. Das ist halt das Gemeine an ihm. Der, sobald er dieses Stampfen anfängt, ist man tot. Deswegen mache ich den Ruf auch erst später. Mit Level 30. Ungefähr. Weil dann den Ruf kann man hier ganz leicht erfahren, wenn man einfach ihn die ganze Zeit. Wow. Wenn man ihn die ganze Zeit tötet. In der Wiederholungsquest. Und deswegen will ich das unbedingt erst mit Level 30 machen, weil ich glaube mit Level 14 das Solo zu versuchen. Dauert etwas lange. Wobei, so, ich bin im Solo, konzentriert man sich viel mehr darauf, was man hier macht. Aber wir sind schon echt lange dran. So, das ist nämlich einfach, das ist gemein. Einfach, wieso kriegt man Schaden, wenn man hinter ihm steht? So, jetzt muss ich auch noch warten, dass, Dings... Ich könnte ihn jetzt eben töten, das wäre jetzt nicht das Problem. Okay, wir lassen so viel noch an Leben und laufen hier rum. Müssen halt nur gucken, was er macht, nicht dass er plötzlich auf uns drauf springt. Oh, fuck! Wow, lauf, 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 lauf! Oh mein Gott. Ja, für mal, wir brauchen ja richtig viel von dem, das ist ja das Schlimme da dran. Und ich bin einmal gestorben und das ärgert mich so sehr. Das ärgert mich richtig. Ich wollte doch nicht sterben. Schon wieder auf umgehen. Nein. Willst du mich verarschen? Oh, ich dachte schon, der hätte sich geresettet. Jetzt hit einmal an.
Ja. Das wird lange dauern. Heli, Rüssifahren wird lange dauern. Wie viele Kristalle brauche ich davon? Heilige Maria, ey. Ich will's vor, ich will's vor. Also, wir haben's 3, 5, 8, 10, 12. Ja, klar. Boah, gut, dass sie eine Bombe nicht weggeworfen hat. So, Entschuldigung, wenn ich gerade so schweigsam bin, aber das ist so anstrengend, wenn man schreiben möchte. Wow. Wenn man schreiben möchte und dann. Oh, Schnittler ist doch tot. Und seht ihr, ich bin wenigstens nicht so ein asoziales Arschloch. Ich lade ihn und spreche alle Leute ein, die hier. Wow, komm! Oh, gut, dass ich da durchgesledged bin durch seine Beine. Wie lange es einfach dauert, diesen verdammten Kristall zu zerstören, das überrascht mich richtig. Ich hoffe nur, meine Sophielein stirbt nicht. Aua. Das war natürlich nicht gewöhnt. Hallo, wohin mit dir? Geh doch mal aus der Ecke da raus. Boah, das tut so weh. Das Gejumpe. Ich liebe meine Tranquil, muss ich ganz ehrlich sagen. Die bewahre mich einfach davor, dass ich verrecke.